Die Reaktionskinetik komplexer Reaktionen. In diesem Video werden neben den benötigten Grundlagen die Mechanismen und die Bilanzierung einer Gleichgewichtsreaktion, einer Folgereaktion und einer Parallelreaktion erklärt. Zu den Grundlagen. Man bezeichnet einen Schritt eines Reaktionsmechanismus als Elementarreaktion. Wie im Diagramm dargestellt, ist eine Elementarreaktion oftmals ein einzelner Schritt einer Gesamtreaktion. In der Reaktionskinetik werden Reaktionen nach Anzahl der Teilchen, die miteinander in Wechselwirkung treten, eingeteilt. Zerfallsreaktionen nach dem Schema Edukt A zerfällt zu Produkt B und C zum Beispiel, sind Reaktionen erster Ordnung und dementsprechend unimolekular. Bimolekular hingegen ist demnach eine Reaktion mit zwei in Wechselwirkung tretenden Teilchen zweiter Ordnung. Die Gleichgewichtsreaktion. Die hier dargestellte Reaktion von A nach B im Gleichgewicht ist eine sogenannte Isomerisierung, die bei der Hin- und Rückreaktion eine eigene Geschwindigkeitskonstante erhält. Dabei wird häufig der Zerfall des Edukts als Senke und das Entstehen des Produkts als Quelle bezeichnet. Die Reaktionsgeschwindigkeiten können mit der Geschwindigkeitskonstante multipliziert mit der Konzentration der jeweiligen Reaktion ermittelt werden. Um die Gesamtreaktion zu ermitteln, gilt das gezeigte Geschwindigkeitsgesetz. Zur Herleitung und Wiederholung kann der QR-Code gescannt werden. Integration dieses Gesetzes liefert dann den abgebildeten Graphen, bei dem man nach unendlicher Zeit das eingestellte Gleichgewicht der jeweiligen Konzentration gut sehen kann. Dieses Gleichgewicht wird als dynamisches Gleichgewicht bezeichnet. Das heißt, dass die beiden Reaktionsgeschwindigkeiten der Hin- und Rückreaktion gleich schnell sind. Setzt man beide Geschwindigkeiten nun gleich, lässt sich durch Umstellen das Massenwirkungsgesetz kinetisch herleiten. In diesem mechanischen Modell sind die Konzentrationen in verschiedenen Bechergläsern in Blau dargestellt. Bei der Hinreaktion wird hier mit einer Pipette eine größere Menge des Eduktes A zum Produkt B übergeben als bei der Rückreaktion. Pipettiert man nun über einen längeren Zeitraum hinweg, stellt sich ein Gleichgewicht der Konzentrationen ein. In diesem Fall ist die Endkonzentration von B größer als die des Eduktes. Bei einer Folgereaktion gibt es von einem Edukt A zu einem Produkt C einen Zwischenschritt B. Die Geschwindigkeiten lassen sich wieder über die Geschwindigkeitskonstanten errechnen. Die jeweiligen Geschwindigkeitsgesetze sind ebenfalls dargestellt. Besonders ist hier allerdings, dass die Bildungsgeschwindigkeit von C proportional zur Konzentration von B ist. Das bedeutet, dass bei maximaler Konzentration von B die Bildungsgeschwindigkeit von C am höchsten ist. Folgereaktionen können mit verschiedenen Reaktionsgeschwindigkeiten der Zwischenprodukte ablaufen. Bei einem stabilen Zwischenprodukt ist dabei die Geschwindigkeitskonstante K2 der Reaktion zum Produkt C deutlich kleiner als die Geschwindigkeitskonstante K1 der Reaktion zum Zwischenprodukt B. In diesem Fall ist der langsamere Schritt der Reaktion der, der die Gesamtgeschwindigkeit bestimmt. Im anderen Fall, wenn K2 größer als K1 ist, gilt das Bodensteinsche Quasi-Stationaritätsprinzip, auch Quasi-Stationarität genannt. Dieses Prinzip besagt, dass bei K2 größer K1 die Konzentration des Zwischenprodukts durch die schnelle weitere Reaktion vernachlässigbar und somit gleich Null angenommen werden kann. Das Modell der Folgereaktion ist hier wieder durch Flüssigkeiten und Bechergläser als Konzentration dargestellt. Dieses Beispiel zeigt eine Reaktion mit einem stabilen Zwischenprodukt, da K1, also die Pipettiermenge von A zu B, größer ist als K2, die Pipettiermenge von B zu C. Bei der Parallelreaktion oder auch Konkurrenzreaktion laufen ausgehend von einem Edukt A zwei Reaktionen gleichzeitig zu Produkten B und C ab. In diesem Beispiel werden nicht reversible Reaktionen betrachtet und somit gelten wieder die bekannten Geschwindigkeitsgesetze. Eine Besonderheit ist das Wegscheider-Prinzip. Teilt man die Konzentrationen durcheinander, ergibt dies eine Konstante. Diese zeigt, dass im Verlauf der Reaktion die Selektivität, also die bevorzugte Bildung eines Stoffes, gleich bleibt. Bei diesem Modell der Parallelreaktion wird mehr Flüssigkeit bei der Reaktion von A zu B als bei der Reaktion von A zu C pipettiert. Logischerweise ist am Ende der Reaktion eine höhere Konzentration von B vorhanden als von C.